Dass Eiichiro Oda sich sehr gerne inspirieren lässt, sollte mittlerweile auch den letzten One Piece Fan klar geworden sein. In One Piece haben wir zahlreiche Anspielungen auf Filme, Mangas und auch auf historische Begebenheiten. Ein besonders krasses Beispiel hierfür ist zum Beispiel der Film Das Schloss im Himmel. Dieser Anime-Film erschien schon lange vor One Piece und gerade in Bezug auf das verlorene Jahrhundert und die antiken Waffen weist der Film erstaunliche Parallelen auf. Ich hingegen habe den Film Waterworld aus dem Jahre 1995 gesehen und auch hier fand ich, dass es durchaus die ein oder andere Parallele zu One Piece gibt. Manche sind vielleicht von mir auch an den Haaren herbeigezogen oder sehr klein. Eine Parallele hingegen finde ich besonders interessant in Bezug darauf, wie man das One Piece letztlich mit Hilfe der Road-Pornoglyphe finden wird. Falls euch das interessiert, bleibt dran. Ihr könnt ihr dann dazu sagen, was ihr davon haltet, ob ich totalen Bock misstrete oder nicht. Ja, wie bereits schon angesprochen, der Film Waterworld erschien 1995. Dieser war seinerzeit mit einem Budget von rund 174 Millionen US-Dollar einer der teuersten Filme seiner Zeit und auch gleichzeitig einer der größten Flops. Seine Gesamtkosten konnte der Film im Laufe der Jahre nur knapp decken. Ja, wie bereits angesprochen, erschien Waterworld 1995, also so knapp 2-3 Jahre bevor One Piece veröffentlicht wurde. Es ist also nicht unrealistisch davon auszugehen, dass Eiichiro Oda den Film möglicherweise noch vor der Vorbereitung zu One Piece gesehen hat. Aber erstmal, um was geht es bei Waterworld? Bei Waterworld haben wir folgendes Szenario. Durch das Schmelzen der Eiskappen ist die ganze Welt überschwemmt und es gibt eigentlich kein Festland. Manche Menschen, wie unser Protagonist, hier gespielt von Kevin Costner, sind auch mutiert und haben Kiemen und Schwimmhäute, was mich auch etwas an die Fischmenschen erinnert. Das Objekt der Begierde im Film, also der MacGuffin, ist das Festland, denn irgendwo soll das noch versteckt sein. Und auch das erinnert mich vom zentralen Aufbau an One Piece. Während man in One Piece versucht, das namensgebende One Piece zu finden und beziehungsweise auch die letzte Insel hierbei eine gewisse Rolle spielt, ist es hier nun mal das Festland. Übrigens, den Film gibt es auch auf Netflix, zumindest die 130 Minuten Variante. Es gibt auch eine Extended Version, die 175 Minuten geht, die gibt es allerdings nicht auf Deutsch. Und dann will ich auch mal ohne Umschweife anfangen mit den Parallelen, die ich so zu One Piece gesehen habe. Die erste Parallele ist eigentlich ziemlich offensichtlich, eigentlich so offensichtlich, dass man sie kaum aufzählen muss und auch eigentlich eher eine Kleinigkeit. Ich will sie trotzdem nicht unberücksichtigt lassen. Und zwar, wie der Filmtitel es schon erahnen lässt, besteht die Welt bei Waterworld zu eigentlich 100% aus Wasser. Ähnlich ist es ja bei One Piece. Klar, wir haben hier die Red Line und auch viele kleine Inseln, aber wie gesagt sind es kleine Inseln und der Großteil bei One Piece ist immer noch Wasser, sonst wäre es auch ein sehr schlechtes Piratenabenteuer. Ja, Punkt 2 ist auch eher etwas kleiner, aber ich finde, das hat schon gewisse Parallelen, mal abgesehen davon, dass das Szenario hier ein wenig vertauscht ist. Schauen wir uns nochmal an, wie One Piece ungefähr anfängt. Recht früh in der Story von One Piece befreit Ruffy Zorro vor Helm Meppo. Dieser schließt sich Ruffy anschließend an. Bei Waterworld ist das Ganze etwas umgekehrt. Hier wird unser Protagonist zu Beginn der Story gefangen genommen und anschließend von seinen zukünftigen Begleitern befreit. Natürlich kann es auch sein, dass ich an der Stelle hier etwas zu viel hineininterpretiert habe. Eine gewisse auffällige Ähnlichkeit hat das Ganze allerdings schon. Beim nächsten Punkt bin ich mir aber sehr sicher, dass ich hier nicht zu viel reininterpretiere. Die Protagonisten werden im Verlauf der Story von sogenannten Smokern verfolgt. Jetzt mal kurz überlegen, wer wird denn bei One Piece von einem gewissen Herrn Smoker verfolgt? Ah, da war ja was. Seit dem Besuch in Lockdown hat sich Smoker an Ruffys Ferse geheftet. Und auch in der neuen Welt kam es schon zu Konfrontationen. Ein gewisser Unterschied ist nur, dass es sich bei Waterworld um eine Fraktion handelt, während es bei One Piece ein einzelner Charakter ist. Dennoch ist das für mich eine durchaus größere Parallele. Und wie bereits angesprochen, zentraler Plotpoint in der Story von Waterworld ist, das Festland zu finden. Um das zu finden, benötigt es eine Karte. Und diese besagte Karte ist im Film auf den Rücken eines kleinen Mädchens tätowiert. Doof ist nur, dass wie bei One Piece mit den Road-Pornoglyphen auch nicht jeder diese Karte lesen kann. Daher bedarf es einer fachgerechten Übersetzung. Und gerade im Ausblick auf den zukünftigen Verlauf der One Piece Story wird es hier für mich sehr spannend, weil in beiden Werken werden, um ans Ziel zu kommen, gewisse Koordinaten benötigt. Kleiner Clou bei den Koordinaten in Waterworld: Es ist nicht damit getan, dass die Koordinaten gefunden werden, diese müssen nämlich vertauscht werden und dann muss man den Kurs nur noch Richtung Sonne anpeilen. Und erst dadurch schaffen sie es zum Festland.
Und hier wird es besonders spannend in Bezug auf die fortlaufende Handlung von One Piece. Denn aktueller Stand bei One Piece ist ja, dass die Koordinaten überhaupt erstmal gesammelt werden müssen. Und naja, da fehlen uns ja noch einige Pornoglyphe. Und bei One Piece weiß man dann auch nicht, wenn sie alle Pornoglyphe haben und somit die Koordinaten, ob es da nicht auch noch ein kleines Rätsel zu lösen gibt, wie bei Waterworld. Beim Folgenden bin ich jetzt auch mal vorsichtig, da mein Fachwissen an der Stelle eher bescheiden ist. In der Koordination bei der Seefahrt spielen auch die Pole eine wichtige Rolle. Und bei One Piece wurden die Pole, Nord- und Südpol, auch ein-, zweimal erwähnt. So kommt der Riese Oos aus einem der Pole. Und wer sich gut erinnert, der weiß, dass Buggy und Shanks sich damals auch über die Pole stritten, was denn kälter sei, der Nord- oder der Südpol. Und bei so einem krassen Vorausplaner wie Ichiro Oda würde es mich auch nicht im geringsten wundern, wenn das hier schon so eine leise Andeutung wäre. Ich bin bei der Thematik auf jeden Fall sehr neugierig und gespannt darauf, ob ich nun recht habe oder komplett daneben liege. Also entweder werde ich mir letzten Endes auf die Schulter klopfen oder mich zu Tode blamieren, aber Theorien sind ja auch dazu da, widerlegt zu werden. Und war das Ganze jetzt von mir zu weit hergeholt oder hat das Ganze durchaus Substanz? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Außerdem könnt ihr mich auch gerne wissen lassen, falls ihr noch weitere Werke kennt, die ziemlich krasse Parallelen zu One Piece haben. Wem das Video gefallen hat, der kann mich ja gerne abonnieren, wenn er mag. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag oder Abend. Tschüss!